Herzlich willkommen. Wird das Risiko für eine Demenz erhöht, wenn man Gebärmutter und Eierstöcke entfernt? Und wie verhält sich denn die Situation nach der Menopause? Schützt allenfalls ein Hormonersatz vor Demenz? Ganz wichtige Fragen, die ich euch in diesem Video beantworten möchte. Eine Publikation, welche sich der Frage angenommen hat, ob die Entfernung der Eierstöcke zusammen mit einer Gebärmutterentfernung das Risiko für eine Demenz erhöht, ist diese Publikation von 2019. Es ist eine sogenannte Meta-Analyse und ein Review, also eine Publikation, welche frühere Arbeiten zusammenfasst und zusammenrechnet. Dabei haben sie kurz zusammengefasst zwei Dinge gefunden. Erstens, das Risiko für eine Demenz wird nicht erhöht, wenn zusammen mit der Gebärmutter auch die Eierstöcke entfernt werden. Und zwar haben sie das zusammengefasst aus 4 Studien mit knapp 19.000 Frauen. Zweitens haben sie aber schon festgestellt, dass wenn die Eierstöcke mit entfernt werden vor Alter 45, das Risiko für eine Demenz um den Faktor 1,7 steigt. Das heißt, das Risiko wird zwar nicht verdoppelt, aber doch deutlich erhöht. Anhand dieser Daten und Auswertungen ist es also nach wie vor nicht so ganz klar, wie hier die Situation ist. Die Autoren der Publikation haben unter anderem folgende 4 Gründe identifiziert, die damit zusammenhängen könnten. Erstens, die Zeitspanne zwischen der Operation, also der Gebärmutter- und Eierstockentfernung, und dem Zeitpunkt der Manifestation der Demenz kann sehr lange sein. Und in dieser langen Zeit könnten viele Faktoren die Situation beeinflussen. Zweitens, der sogenannte Recall Bias. Die Patientinnen, die hier untersucht wurden, sind mehrheitlich telefonisch kontaktiert worden, und wenn man über eine lange Zeit Leute nachverfolgt in Studien, ist das grundsätzlich eine schwierige Aufgabe. Und es könnte durchaus sein, dass Frauen, die an einer Demenz erkrankt sind, schlechter erreicht werden konnten. Der dritte Punkt ist, dass in diesen Studien nicht berücksichtigt wurde, ob eine Hormonersatztherapie gegeben wurde oder nicht. Wir wissen also nicht, ob die Situation durch eine Hormonersatztherapie nach Eierstockentfernung ausgeglichen wurde und was dieser Einfluss ausmacht. Viertens sind auch andere Faktoren, welche das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, beeinflussen, nicht berücksichtigt. Explizit erwähnt ist hier die genetische Variante des Apolipoprotein E, das Gen mit der Variante ApoE-Epsilon-4, welche mit einer deutlich erhöhten Wahrscheinlichkeit einer Alzheimer-Demenzerkrankung zusammenhängt. Mit der Datenlage, ob die Entfernung der Eierstöcke das Risiko der Demenz erhöht, kommen wir also nicht so recht weiter. Wenn wir aber überlegen, dass mit der Entfernung der Eierstöcke ja auch die Hormonproduktion unter Umständen abrupt beendet wird, also eine künstliche Menopause erzeugt wird, dann können wir ja überlegen, ob es nicht eine Datenlage gibt, welche Hormone und Hormonersatz in Zusammenhang mit Demenz angeschaut haben. Und tatsächlich, die Frage, ob die Gabe von Östrogen nach der Menopause einen positiven Effekt hat auf die Entwicklung einer Demenz, wurde schon einige Male untersucht. Von 2001 gibt es diese Meta-Analyse, also wieder eine Zusammenfassung von früheren Studien, welche folgende Ergebnisse gefunden hat. In dieser Grafik, einem sogenannten Forest Plot, sind die Ergebnisse der ausgewerteten Studien zusammengetragen. Bei 1 hat es einen Strich. Wenn das Ergebnis auf der linken Seite, also kleiner als 1 ist, dann bedeutet das ein reduziertes Risiko. Und andersherum, wenn es rechts liegt, also größer als 1, dann ist das Risiko erhöht. Die Ergebnisse der ausgewerteten Studien sind hier mit kleinen Quadraten oder Dreiecken markiert, und der horizontale Strich gibt das sogenannte Vertrauensintervall an. Das heißt, der Bereich, in dem das Resultat auch liegen könnte, denn eine Statistik kann auch Fehler enthalten, und diesen Fehler kann man berechnen. Und wenn der Strich über die 1 geht, dann bedeutet das, dass diese Studie keine sichere Aussage dazu macht, ob das Risiko kleiner oder größer ist. Und wie wir schon sehen, bei einigen Studien geht der Strich über die Mittellinie. Wenn man nun alle Ergebnisse dieser untersuchten Studien zusammenrechnet, dann kommt man hier auf ein relatives Risiko von 0,66, wenn als Hormonersatz Östrogen gegeben wird nach der Menopause.
Wie wir sehen, auch hier ist die Antwort nicht so ganz eindeutig, aber die Tendenz geht in die gleiche Richtung. Mit Hormonersatz ist das Risiko für eine Demenz kleiner als ohne Hormonersatz. Aufgrund der weiterhin unklaren Situation ging natürlich die Diskussion nach 2001 weiter und wir finden zum Beispiel diese Meta-Analyse von 2014, welche auch neuere Studien mit berücksichtigt hat, die dann wiederum keinen Vorteil durch einen Hormonersatz gefunden hat. Das Ergebnis war ein Risiko von 0,88, also eine Risikoreduktion von 12%, aber das Ergebnis war nicht signifikant, das heißt, der Strich ging quasi über die 1, keine klare Aussage möglich. 2023 ist diese Publikation erschienen, die sich ebenfalls mit der Frage von Hormonersatz und Hormonwegfall und Demenzrisiko befasst, die einige Themen identifiziert, welche hier vielleicht einen Einfluss haben könnten und erklären würden, warum die Situation nach wie vor nicht so ganz klar ist. Der erste Punkt ist das sogenannte Window of Opportunity. Wie ich euch bereits auch schon in einem früheren Video erklärt habe, gibt es ein Zeitfenster, das ca. 8 bis 10 Jahre nach der Menopause endet, in der man idealerweise mit einem Hormonersatz beginnen sollte, um ein gutes Ergebnis zu erhalten. Je früher man mit dem Hormonersatz beginnt, desto besser ist die Wirkung und der Nutzen davon. Wenn man zu spät beginnt, dann kann es sein, dass der Hormonersatz keinen richtigen Nutzen mehr bringt. Der zweite Punkt ist der sogenannte Healthy Cell Bias. Die Hypothese besagt, dass der Gesundheitszustand zum Zeitpunkt des Beginns der Hormonersatztherapie entscheidend dafür ist, wie effizient und hilfreich der Hormonersatz ist. Dieser Punkt wird insbesondere für das Herz-Kreislauf-Risiko diskutiert. Wenn eine Frau mit der Menopause oder vielleicht schon davor mit einem Hormonersatz beginnt, wenn die Gefäße noch gesund und elastisch sind, dann kann der Hormonersatz einen guten Effekt bringen. Wenn der Hormonersatz erst verzögert beginnt, wenn schon Gefäßschäden vorhanden sind, ist auch der Nutzen nur noch beschränkt oder nicht mehr vorhanden. Dieser Effekt wird auch für die Entwicklung einer Demenz postuliert, was wiederum unterstützt, dass das Window of Opportunity mit einem frühen Beginn eines Hormonersatzes genutzt werden sollte. Einen weiteren Grund, warum wir hier vielleicht keine klare Antwort erhalten, finden wir, wenn wir schauen, wie diese Datenlage zustande gekommen ist. Wie ich euch schon früher erklärt habe, ist ein großer Teil dieser Datenlage mit Verwendung von sogenannten Pferdeöstrogenen zustande gekommen. In den USA wurden diese sehr häufig verwendet, in Europa gibt es schon seit Jahrzehnten mehrheitlich das naturidentische Estradiol. Aber sowohl Pferdeöstrogene wie auch das Estradiol werden in den meisten Fällen mit sogenannten synthetischen Gestagenen kombiniert. Das sind künstliche Hormone, die ähnlich wie Progesteron wirken, aber eben nicht dem natürlichen Progesteron entsprechen. Eine gesonderte Datenlage für die Verwendung von naturidentischen Hormonen gibt es nicht. Was auch ein wichtiger Punkt ist, den wir beachten sollten, ist, dass nicht nur das Östrogen einen Einfluss hat auf unser Denkvermögen. Mit zunehmendem Alter gehen neben Östrogen und Progesteron auch andere Hormone wie das Pregnenolon, das DHEA und das Testosteron zurück. Somit wäre es logisch, dass Veränderungen, die nach der Menopause auftreten, nicht nur mit dem Wegfall von Östrogen zusammenhängen. Und wenn wir einen Hormonersatz planen, wäre es allenfalls auch sinnvoll, dabei Pregnenolon, DHEA und Testosteron zu berücksichtigen. Fazit: Wenn man zusammen mit einer Gebärmutterentfernung auch die Eierstöcke entfernt, so wird scheinbar das Risiko für eine Demenzerkrankung erhöht, wenn das vor Alter 45 geschieht. Aber auch für das Alter danach gibt es Hinweise, dass der Wegfall von Östrogen einen negativen Effekt auf Denkvermögen und das Risiko einer Demenz hat. Und auf der anderen Seite gibt es auch Hinweise, dass ein Hormonersatz, vor allem wenn er im Window of Opportunity, also möglichst früh begonnen wird, einen positiven Effekt diesbezüglich hat. Und möglicherweise ist es ebenfalls sinnvoll, nicht nur Östrogen zu beachten, sondern weitere Hormone, die mit zunehmendem Alter zurückgehen. Wichtig ist ebenfalls zu unterscheiden, ob es um Prävention oder um Therapie, also um Behandlung geht. So wie es aussieht, können wir einen Hormonersatz sehr gut als Prävention einsetzen, also um Probleme vorzubeugen, aber weniger um Probleme, die bereits bestehen, zu behandeln, also zu therapieren.
Und was wir auch nicht vergessen sollten, es gibt natürlich ganz andere wichtige Faktoren, die unser Risiko für alle Arten von Krankheiten beeinflussen, und das ist unser sogenannter Lebensstil. Dazu gehört Sport, das Körpergewicht, eine gesunde Ernährung, der Alkoholkonsum und Rauchen. Somit sollten wir, wenn eine Gebärmutterentfernung gemacht wird, genau diskutieren, ob die Eierstöcke mit entfernt werden sollen. Der Nutzen, die Reduktion des Risikos für Eierstockkrebs, sollte gegenüber den möglichen negativen Effekten abgewogen werden. Und zweitens macht es aus meiner Sicht Sinn, präventiv zu denken und zu beachten, dass bioidentische Hormone nicht mit Pferdeöstrogenen und synthetischen Gestagenen gleichgesetzt werden können. Das war's für heute. Toll, dass ihr dabei wart. Wie ihr seht, Wissen ist nicht nur Macht, sondern wirkt auch präventiv. Also, gebt mir ein Like, teilt dieses Video und abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt, und seid natürlich beim nächsten Video wieder dabei. Vielen Dank!